Steffi Graf und Michael Stich haben beim Hopman Cup in Australien, der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft, das Finale erreicht. Sie gewannen gegen das französische Team Fauziat-Forget und treffen nun auf die spanischen Geschwister Arantxa und Emilia Sanchez. Steffi Graf und Michael Stich haben erstmals für das deutsche Tennis den Hopman Cup gewonnen, die inoffizielle Mixed-Weltmeisterschaft. Im australischen Perth stand der Finalsieg über das spanische Geschwisterpaar Sanchez bereits nach den beiden Einzeln fest. Auf das abschließende Doppel verzichteten die Deutschen. Mit einem Turniersieg ist Boris Becker ins neue Jahr gestartet. Im Endspiel der Qatar Open in Doha besiegte er heute den Kroaten Goran Ivanisevic mit 7:6, 4:6 und 7:5. Anke Huber steht im Endspiel in Sydney. Sie besiegte die Amerikanerin Amy Frazier und trifft morgen auf Jennifer Capriati, die Titelverteidigerin Sabatini ausschaltete. Bei erneut extremen Temperaturen, das Thermometer zeigte über 30 Grad Celsius an, gewann Anke Huber den ersten Satz gegen die 20-jährige Amerikanerin Amy Frazier nach einer 4:1-Führung und zwischenzeitlichem 4:4-Gleichstand mit 6:4. Auch im zweiten Durchgang imponierte Anke Huber gegen die Grundlinienspielerin aus den USA durch ihr variableres Spiel. Mit Stops wie in dieser Situation, Tempowechsel sowie verdeckten und aggressiven Schlägen erzielte sie eine Vielzahl von direkten Punkten oder zwang die läuferisch schwache Amy Frazier zu Fehlern. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden dominierte die 18-Jährige, derzeit auf Platz 13 der Weltrangliste, im zweiten Satz noch klarer und hatte nach 80 Minuten Matchball. Mit ihrem fünften Ass beendete Anke Huber die Begegnung. Sie siegte mit 6:4 und 6:3 und steht damit zum vierten Mal in ihrer Laufbahn in einem Finale. Boris Becker ist bei den offenen Tennismeisterschaften von Australien in Melbourne bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Er unterlag dem schwedischen Qualifikanten Anders Jarit in 5 Sätzen. Beim Tennisturnier von Melbourne hat Steffi Graf mit einem Zweisatzsieg über die Amerikanerin Jennifer Capriati das Halbfinale erreicht. Ihre Gegnerin ist Arantxa Sanchez Vicario aus Spanien. Das zweite Halbfinale bestreiten die Weltranglisten Erste Monika Seles und Gabriela Sabatini aus Argentinien. Nach Steffi Graf hat auch Michael Stich das Halbfinale von Melbourne erreicht. Der 24-jährige Deutsche schlug heute den Franzosen Guy Forget klar in 3 Sätzen und trifft nun auf den Amerikaner Jim Courier. Im anderen Halbfinale stehen sich der Schwede Stefan Edberg und der Amerikaner Pete Sampras gegenüber. Steffi Graf und Monika Seles bestreiten das Endspiel der internationalen Tennismeisterschaften von Australien in Melbourne. Die 23-jährige Deutsche bezwang die Spanierin Arantxa Sanchez Vicario in 2 Sätzen. Die jugoslawische Weltranglisten-Erste schlug die Argentinierin Gabriela Sabatini. Michael Stich ist bei den internationalen Tennismeisterschaften von Australien in Melbourne ausgeschieden. Er unterlag im Halbfinale dem Amerikaner Jim Courier mit 6:7, 4:6 und 2:6. Courier trifft im Endspiel auf den Schweden Stefan Edberg. Monika Seles hat zum dritten Mal hintereinander die internationalen Tennismeisterschaften von Australien gewonnen. Sie besiegte im Finale in Melbourne Steffi Graf in 3 Sätzen. Vor 14.000 Zuschauern im Melbourne National Tennis Center, darunter zahlreiche deutsche Fans, war Steffi Graf, die im ersten Satz den besseren Start gegen die Titelverteidigerin Monika Seles erwischte. Bei strahlendem Sonnenschein wirkte die Wimbledon-Siegerin in der hochklassigen Partie motiviert, bewegte sich vorzüglich und gewann nach etwas mehr als einer halben Stunde den ersten Satz mit 6:4. Dabei war es immer wieder die Vorhand der Weltranglisten Zweiten, die für die entscheidenden Punkte sorgte. Mit zunehmender Spieldauer jedoch war es Monika Seles, die mit einer geradezu unglaublichen kämpferischen Einstellung überzeugte. Bei Temperaturen um 30 Grad schaffte es die Weltranglistenerste immer wieder, ihre Vor- und Rückhandschläge präzise und hart über das Netz zu schlagen. Und sie gewann den zweiten Satz mit 6:3. Nach einer Stunde und 49 Minuten verwandelte Monika Seles ihren ersten Matchball zum letztendlich verdienten Dreisatzsieg, womit auch feststeht, dass die 19-Jährige weiterhin Weltranglistenerste bleibt. Monika Seles gewann also zum dritten Mal in Folge die Australian Open und hat dafür $410.000 kassiert. Steffi Graf ist beim Tennis Grand Prix Turnier im japanischen Yokohama im Halbfinale gescheitert.
Sie unterlag der 13 Jahre älteren Amerikanerin Martina Navratilova in 3 Sätzen. Im Alter von 49 Jahren ist vergangene Nacht in New York der amerikanische Tennisspieler Arthur Ashe gestorben. Er erlag den Folgen der Immunschwäche AIDS. Nach einem Herzinfarkt 1979 musste er seine Karriere beenden. Im April vergangenen Jahres hatte Ashe mitgeteilt, dass er mit dem AIDS-Virus infiziert sei. Die Ursache: verseuchte Blutkonserven nach einer Herzoperation. Sein größter Erfolg war der Finalsieg in Wimbledon gegen Jimmy Connors 1975. Er war der erste und bisher einzige schwarze Sieger. Nachdem er seine aktive Laufbahn beendet hatte, betreute er die amerikanische Davis Cup-Mannschaft, die er 1981 und 1982 zum Sieg führte. Ashe setzte sich für Minderheiten und benachteiligte Gruppen ein und trainierte mit schwarzen Kindern. Nachdem seine Erkrankung bekannt war, warb er unter anderem bei den Vereinten Nationen um mehr Verständnis für AIDS-Kranke. We must see AIDS as our problem. Boris Becker hat das Tennisturnier in Mailand gewonnen. Im Endspiel setzte er sich gegen den Spanier Sergi Bruguera glatt in 2 Sätzen durch. Michael Stich steht im Viertelfinale des Tennisturniers von Stuttgart. Nach hartem Kampf besiegte er heute etwas glücklich den Schweizer Olympiasieger Marc Rosset mit 7:6, 3:6, 7:5. Das Spiel Boris Becker gegen Kenneth Carlsen aus Dänemark dauert noch an. Boris Becker hat im Stuttgarter ATP-Hallenturnier das Halbfinale erreicht. Er besiegte den Südafrikaner Ferreira mit 7:6 und 7:5. Dazu brauchte er im ersten Satz den Tiebreak. Im zweiten Satz erhielt Ferreira einen Strafpunkt. Danach gewann Becker den ersten Matchball. Für seinen Sieg erhält er schon jetzt mindestens 165 Weltranglistenpunkte und $110.000. Sein nächster Gegner ist der Niederländer Richard Krajicek. Michael Stich hat das Endspiel des ATP-Turniers von Stuttgart erreicht. Er bezwang den Australier Wally Mazur in 3 Sätzen und trifft morgen auf Richard Krajicek. Boris Becker musste sein Halbfinale gegen die Niederländer wegen einer Virusinfektion absagen. Michael Stich hat das mit 2¼ Millionen Dollar dotierte ATP-Tennisturnier in Stuttgart gegen den Niederländer Krajicek in 5 Sätzen gewonnen. Der Weltranglisten-Elfte Michael Stich bezwang den Niederländer Richard Krajicek in 5 Sätzen. Es war das Duell zweier Surf- und Volley-Spezialisten, in dem der 21-jährige Niederländer, 13. der Weltrangliste, den ersten Satz mit 6:4 gewann. Doch wie in den Tagen zuvor steigerte sich Michael Stich im Verlauf der Partie, gewann die nächsten beiden Sätze mit 7:5 und 7:6. Krajicek im letzten Jahr mit gemessenen 212 Stundenkilometern mit dem schnellsten Aufschlag im Welttennis gewann dann den 4. Durchgang mit 6:3. Stich hatte dann im letzten Satz beim Stand von 5:6 gegen Krajicek nach einer Gesamtspielzeit von 3 Stunden und 50 Minuten Matchball. Stichs erster Turniersieg in diesem Jahr ist gleichbedeutend mit $355.000 Preisgeld. Mit den 418 Weltranglistenpunkten ist er nun wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurückgekehrt. Steffi Graf hat beim Tennisturnier von Key Biscayne das Halbfinale erreicht. Sie bezwang die Französin Nathalie Tauziat mit 6:1 und 6:0. Sie trifft jetzt auf die Argentinierin Gabriela Sabatini. Steffi Graf und Arantxa Sánchez Vicario aus Spanien bestreiten zur Stunde das Endspiel des Tennisturniers von Key Biscayne. Die Deutsche hatte im Halbfinale die Argentinierin Gabriela Sabatini mit 6:0 und 6:2 besiegt. Karl-Uwe Steeb hat das erste Einzel in der Davis-Cup-Begegnung zwischen Russland und Deutschland in Moskau gewonnen. Er bezwang Andrei Tscherkassow in 5 Sätzen. Im zweiten Einzel zwischen Michael Stich und Andrei Olchowski steht es zurzeit nach Sätzen 2:1 für den Deutschen. Deutschland steht im Viertelfinale des Tennis Davis Cups. Michael Stich und Patrick Kühnen gewannen in Moskau auch das Doppel gegen Andrei Tscherkassow und Andrei Olchowski und holten damit den entscheidenden 3. Punkt gegen Russland. Vor nur 5.500 Zuschauern gelang den beiden Deutschen, die erstmals gemeinsam im Doppel spielten, gleich im ersten Spiel ein Break. Der erste Satz endete 6:4, die beiden folgenden 6:2. Viertelfinalgegner Deutschlands ist im Juli das tschechisch-slowakische Team, das gegen Dänemark gleichfalls uneinholbar 3:0 führt.
Steffi Graf steht im Finale des Tennisturniers im amerikanischen Hilton Head. Sie bezwang soeben die Argentinierin Gabriela Sabatini 6:0 und 7:6. Endspielgegnerin wird nun entweder Jennifer Capriati oder Arantxa Sánchez Vicario sein. Steffi Graf hat das Tennisturnier von Hilton Head gewonnen. Im Finale bezwang sie Arantxa Sánchez Vicario mit 7:6 und 6:1. Es war der 71. Turniersieg ihrer Karriere und zugleich die Revanche für die Endspielniederlage gegen die Spanierin vor 14 Tagen in Key Biscayne. Der 21-jährige Amerikaner Pete Sampras ist die neue Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Er bezwang seinen Landsmann David Wheaton im Viertelfinale der Japan Open in Tokio mit 6:3, 3:6 und 4:6. Sampras löst damit Jim Courier ab, der die Weltrangliste seit einem Jahr angeführt hat. Beim internationalen Tennisturnier von Nizza hat Marc Göllner das Halbfinale erreicht. Der 22-jährige Neusser bezwang überraschend den argentinischen Sandplatz-Spezialisten Guillermo Pérez Roldán mit 6:0 und 6:2. Er trifft jetzt in der Runde der letzten vier auf den Schweden Stefan Edberg. Tennisturnier von Nizza gelang dem deutschen Nachwuchsspieler Marc Göllner ein erneuter Husarenstreich. Im Halbfinale düpierte er den Turnierfavoriten und Weltranglisten-Dritten Stefan Edberg in 2 Sätzen mit 6:2 und 7:5. Unglaublich die Kaltschnäuzigkeit und Unbekümmertheit, mit der Diplomatensohn aus Bonn zu Werke ging. Die Folge: Stefan Edberg fand zu keiner Zeit zu seinem Rhythmus und wurde phasenweise sogar regelrecht vorgeführt. Nach einer Stunde und 20 Minuten nutzte Marc Göllner seinen zweiten Matchball zum Sieg und steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale eines ATP-Turniers. Dort trifft er morgen auf Ivan Lendl, der den Lokalmatadoren Fabrice Santoro ebenfalls in 2 Sätzen besiegt hatte. Einen Tag nach seinem Halbfinalsieg gegen Stefan Edberg gewann der Bonner Marc Göllner heute überraschend auch das Endspiel des Tennisturniers in Nizza. Der Außenseiter schlug den früheren Weltranglisten-Ersten Ivan Lendl in 3 Sätzen. Nerven zeigte der Senkrechtstarter nur im ersten Satz, den er deutlich gegen Lendl verlor. Dann spielte Göllner souverän und nach 2 Stunden der Matchball. Mit 1:6, 6:4 und 6:2 gewann der 95. der Weltrangliste das Endspiel auf dem Sandplatz in Nizza. Vor 4000 begeisterten Zuschauern feierte der Diplomatensohn den größten Triumph seiner Karriere. Steffi Graf hat beim internationalen Tennisturnier von Hamburg das Viertelfinale erreicht. Sie schlug heute Laila Meschki aus Georgien klar in 2 Sätzen und trifft nun auf die Bulgarin Katerina Malejewa. Beim internationalen Tennisturnier in Hamburg hat nach Steffi Graf auch Anke Huber das Viertelfinale erreicht, allerdings mit einiger Mühe. Sie schlug heute die deutsche Qualifikantin Petra Begerow in 3 Sätzen 6:1, 5:7 und 6:1. Ihre nächste Gegnerin ist die Tschechin Jana Novotná. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim internationalen Tennisturnier in Hamburg ist die Weltranglisten-Erste Monika Seles heute bei einem Attentat verletzt worden. In der Pause ihres Viertelfinalspiels gegen die Bulgarin Magdalena Malejewa wurde die 19-Jährige von einem Zuschauer mit einem Messer in den Rücken gestochen. Um 18.50 Uhr heute im zweiten Satz beim Spiel gegen Magdalena Malejewa, Seitenwechsel für Monika Seles, die Weltranglisten-Erste. Und dann der Schrei. Monika Seles wird von einem Attentäter mit einem Messer in den Rücken getroffen. Die Ärzte sind sofort zur Stelle und Monika Seles wird sofort ins Krankenhaus transportiert. Der offensichtlich angetrunkene Täter, dessen Nationalität noch nicht bekannt ist, hat die Weltranglisten-Erste in den Rücken getroffen. Nach ersten Informationen aus dem Krankenhaus sei die Lunge nicht getroffen worden. Sie könne sich normal bewegen. Der Attentäter wird sofort vom Ordnungsdienst abgeführt. Augenzeugen. Ja, wir haben genau dann hintergesessen und wir sahen nur einen Mann die Reihe längs kommen. Mit einem Beutel und der Jacke in der Hand und etwas merkwürdig. Er lief etwas merkwürdig, betrunken oder was, das konnte ich nicht beurteilen. Ja, also etwas merkwürdig. Und dann sahen wir, dass er
eben Beutel in der Hand, und auf Monika da einstieß. Aber nur mit dem Beutel, das Messer hat man überhaupt nicht gesehen. Mit dem Messer hat man nichts gesehen. Nee. Ein erster Befund aus dem Krankenhaus wird in wenigen Minuten erwartet. Ein Schatten liegt über dem Damenturnier von Hamburg. Nach diesem Attentat auf die Weltranglistenerste Monika Seles. Der Attentäter beim Abtransport durch die Polizei. Beim Hamburger Turnier hat Steffi Graf das Halbfinale erreicht. Sie bezwang die Bulgarin Katerina Malejewa mit 6:3, 6:1 und trifft jetzt auf Jana Novotná. Die Tschechin hatte zuvor Anke Huber in 2 Sätzen ausgeschaltet. Die von einem offenbar geistesgestörten beim Tennisturnier in Hamburg verletzte Weltranglisten-Erste Monika Seles ist auf dem Weg der Besserung. Die 19-Jährige, die einen Messerstich in den Rücken erhielt, bleibt aber vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus. Gegen den Täter wurde unterdessen Haftbefehl erlassen. Nach Rücksprache mit den noch beteiligten Spielerinnen haben sich die Veranstalter heute Morgen endgültig entschlossen, das Hamburger Damenturnier fortzusetzen. Steffi Graf besuchte heute Morgen Monika Seles im Krankenhaus. Ja gut, ich kam ins Zimmer rein und ihre Eltern waren dabei und ihr Bruder. Und dann habe ich sie gesehen und sie hat sich einfach, ich glaube, sie fühlt sich einfach unheimlich schlecht im Moment. Also die Wunde selbst ist nicht das Problem, aber es ist, glaube ich, das, was im Kopf im Moment bei ihr abgeht. Und ich habe ihnen gesagt, dass wir alle an sie denken und dass uns wahnsinnig leid tut. Und wir konnten beide eigentlich kaum sprechen. Vor der Anlage demonstrierten enttäuschte Fans, die das Geschehene nicht begreifen können. Mittlerweile steht fest, wer das Attentat begangen hat. Der Täter ist 38 Jahre alt. Er stammt aus Thüringen, aus dem Kreis Nordhausen. Er ist vom Beruf Dreher. Er hat bei der Vernehmung auf die Beamten einen psychisch gestörten Eindruck gemacht. Als Motiv für die Tat gab er an, dass er ein Steffi Graf-Fan sei und es nicht ertragen könne, dass Monika Seles derzeit die Nummer 1 in der Weltrangliste ist. Das Geschehene wirkte sich natürlich auch auf das Niveau der Begegnung zwischen Steffi Graf und Jana Novotná aus. Die Weltranglisten-Zweite siegte nach 2 Stunden und 11 Minuten mit 6:3, 3:6 und 6:1 und steht damit morgen zum 7. Mal in Folge im Finale des Hamburger Damenturniers. Ihre Gegnerin im Endspiel wird Arantxa Sánchez Vicario sein. Die Spanierin setzte sich in ihrem Halbfinale in 2 Sätzen gegen die Bulgarin Magdalena Malejewa durch. Samaranch schloss anschließend Konsequenzen aus dem Attentat auf die Tennisspielerin Monika Seles nicht aus. Die Sicherheitsvorkehrungen bei Olympischen Spielen müssten möglicherweise noch einmal überprüft werden. Monika Seles wurde heute, nach 2 Tagen, aus dem Hamburger Universitätskrankenhaus entlassen. Die 19-Jährige war am Freitag beim Hamburger Tennisturnier durch einen Messerstich verletzt worden. In der Neuauflage des Vorjahresendspiels gewann die Spanierin Arantxa Sánchez Vicario heute das Finale am Hamburger Roten Baum gegen Steffi Graf in 2 Sätzen. 10.000 Zuschauer sahen am Hamburger Roten Baum bei idealen äußeren Bedingungen ein streckenweise hochklassiges Finale zwischen Steffi Graf und Arantxa Sánchez Vicario, in dem die Titelverteidigerin aus Brühl zwar viele Chancen hatte, aber die wichtigen Punkte nicht gewinnen konnte. Nach 1 Stunde und 40 Minuten siegte die 21-jährige Spanierin verdient in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:3. Während der anschließenden Siegerehrung auf dem Center Court äußerte sich Steffi Graf noch einmal zu der bei einem Attentat verletzten Monika Seles. Es war, glaube ich, für uns alle eine ziemlich schwere Woche und ziemlich speziell eigentlich für mich. Und ich kann mir nur anschließen und hoffen, dass Monika wirklich bald wieder auf dem Circuit dabei ist und dass sie das alles gut überstanden hat. Kurz im Anschluss an die Siegerehrung startete Monika Seles von Hamburg aus in einem Sanitätsflugzeug in die USA, während ihre Managementgruppe IMG eine persönliche Erklärung der Weltranglisten-Ersten bekannt gab. Monika möchte gerne die folgende Erklärung abgeben. Ich möchte allen Menschen danken, die mir hier während der letzten schweren Tage geholfen haben. Die Grüße und Glückwünsche, die ich von so vielen Menschen erhalten habe, waren eine große Unterstützung für mich. Und ich möchte, dass jeder weiß, wie viel mir dies bedeutet und wie sehr es geholfen hat. Auch Michael Stich ist im Finale gescheitert. Ivan Lendl aus den USA besiegte beim Tennisturnier in München den Deutschen mit 7:6 und 6:3. Für einen furiosen Auftakt der German Open, der internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland, sorgten heute am Roten Baum in Hamburg 3 junge deutsche Spieler. Marc-Kevin Göllner schlug den Franzosen de Lettre,
Dirk Dier, dessen Landsmann Forger. Jörn Renzenbrink besiegte den Schweden Jarryd. Alle drei gewannen ihre Spiele in zwei Sätzen. Sie werden betreut vom früheren Davis-Cup-Spieler Andreas Maurer. Tennisaufsteiger Marc-Kevin Göllner hat bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Hamburg wieder einen Spieler aus der Weltspitze besiegt. Er bezwang den Amerikaner Michael Chang, den 9. der Weltrangliste, in drei Sätzen mit 5:7, 6:4 und 6:3. Wie schon bei seinem Turniersieg in Nizza imponierte der bisherige Weltranglisten 54. durch Risikobereitschaft und Respektlosigkeit. Auch viele eigene Fehler und Breaks seines Gegners konnten ihn nicht stoppen. Nach 2 Stunden 39 Minuten der Matchball. Das Publikum feierte den neuen deutschen Tennisstar mit Ovationen. Das Achtelfinale in Hamburg hat auch der Münchner Bernd Karbacher durch einen Zweisatzsieg über den Schweden Christian Bergström erreicht. Dort trifft er auf den Sieger der Begegnung zwischen Boris Becker und Karl-Uwe Stieb. Boris Becker und Michael Stich haben das Achtelfinale der internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland erreicht. Stich schlug heute in Hamburg den Spanier und Silbermedaillengewinner von Barcelona, Jordi Arese, in drei Sätzen und trifft nun auf den Österreicher Thomas Muster. Der Weltranglisten-Vierte Boris Becker musste heute gegen seinen Freund Karl-Uwe Stieb antreten. Der Leimener bot seine seit langem beste Leistung. Er reagierte wenig von der Grundlinie aus, spielte aggressiv am Netz und gewann den ersten Satz mit 6:4. Das gleiche Bild im zweiten Satz. Stieb fand nicht zu seinem Rhythmus. Auf Beckers Aufschläge, mit viel Spin gespielt, wusste der Stuttgarter keine Antwort. Matchball nach 66 Minuten zum 6:2. Im Achtelfinale trifft Becker auf Bernd Karbacher aus München. Boris Becker ist bei den internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland ausgeschieden. Er unterlag heute im Achtelfinale Bernd Karbacher klar in zwei Sätzen. Marc-Kevin Göllner scheiterte in Hamburg am Russen Chesnokov. Dagegen hat Michael Stich sich gegen den Österreicher Muster durchsetzen können und das Viertelfinale erreicht. Klarer Sieg über Ivan Lendl in zwei Sätzen. Michael Stich ist damit im Halbfinale am Hamburger Roten Baum. Doch die eigentliche Sensation schaffte heute der Münchner Bernd Karbacher. Einen Tag nach seinem Sieg über Boris Becker nun der größte Triumph seiner Laufbahn. In einem Marathonmatch besiegte der 76. der Weltrangliste den Schweden Gustafsson in drei Sätzen mit 5:7, 7:5 und 6:4. Vor 10.000 Zuschauern verwandelte Karbacher gleich den ersten Matchball. Im Halbfinale trifft er morgen auf den Russen Chesnokov. Michael Stich, vorn im Bild, hat das Endspiel der internationalen deutschen Tennismeisterschaften in Hamburg erreicht. Der Weltranglisten-Elfte siegte in 2,5 Stunden über den spanischen Sandplatz-Spezialisten Emilio Sanchez. Den ersten Satz verlor Stich mit 5:7. Im zweiten und dritten kämpfte er den Spanier im Tiebreak nieder. Im Finale trifft Stich morgen auf den Russen Andrei Chesnokov, der den Münchner Bernd Karbacher klar in zwei Sätzen schlug. Der Imshorner Michael Stich hat heute die internationalen deutschen Tennismeisterschaften am Hamburger Roten Baum gewonnen. Er ist der erste deutsche Sieger dieses Turniers seit 1964. Letztlich waren es wohl die besseren Nerven, die Michael Stich gegen den Moskauer Andrei Chesnokov gewinnen ließen. Im kräftezehrenden 3-Stunden-Duell vergaben beide zahlreiche Breakmöglichkeiten, doch die entscheidenden Punkte gingen an den Elmshorner. Mit 6:3, 6:7, 7:6 und 6:4 setzte er sich durch. Nach dem Matchball riesige Freude. Sofort stürmte Michael Stich zu Trainer und Ehefrau. Bei der Pokalübergabe erlebten 10.000 Zuschauer einen gerührten Sieger der German Open. Es ist ein großer Traum von mir gewesen, hier mal zu gewinnen, dieses Turnier. Ich bin halt 15 Jahren oder seit 20 Jahren mit meiner Familie hierher gekommen. Jedes Jahr. Beim internationalen Tennisturnier von Rom ist Boris Becker im Achtelfinale ausgeschieden. Er unterlag vor 20 Minuten dem Russen Andrei Chesnokov mit 2:6, 6:3 und 6:7. Bei den internationalen deutschen Tennismeisterschaften in Berlin hat Steffi Graf durch einen Zweisatzsieg über die Bulgarin Magdalena Maleyeva das Halbfinale erreicht. Ihre Gegnerin ist morgen die Amerikanerin Mary Jo Fernandes. Ausgeschieden ist Anke Huber, die in zwei Sätzen gegen Gabriela Sabatini verlor.
Steffi Graf steht zum 9. Mal hintereinander im Endspiel der internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland. Im Halbfinale schlug sie heute in Berlin die Amerikanerin Mary Jo Fernandez in 3 Sätzen, 4:6, 6:4 und 6:3. Sie trifft jetzt auf die Argentinierin Gabriela Sabatini. Steffi Graf hat ihren 7. Titel bei den internationalen deutschen Tennismeisterschaften in Berlin gewonnen. Sie bezwang Gabriela Sabatini mit 7:6, 2:6 und 6:4. Auf der überfüllten Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin sahen über 5000 Zuschauer ein zwar nicht hochklassiges, dafür aber immer spannendes und abwechslungsreiches Endspiel zwischen Steffi Graf und Gabriela Sabatini. Dabei überzeugte die Argentinierin, die heute ihren 23. Geburtstag feierte, zwar mit ihrem variablen Spiel, schaffte es aber nicht, Steffi Graf in den entscheidenden Situationen unter Druck zu setzen. So war es die Ausnahmespielerin Steffi Graf, die die wichtigen Punkte gewann. Nach 2 Stunden 18 Minuten legte die Weltranglistin Zweite mit 7:6, 2:6, 6:4 und holte sich mit diesem Erfolg ihren insgesamt 7. Titel bei den German Open. Herzliche Gratulation von Gabriela Sabatini und Freude bei Steffi Graf, die neben dem Pokal noch 150.000 Dollar Preisgeld erhielt. Beim Tennis World Team Cup in Düsseldorf startete die deutsche Mannschaft mit einem 2:1 gegen die Tschechische Republik. Nächster Gegner ist Frankreich. Die deutsche Tennismannschaft steht im Finale um den World Team Cup. Sie gewann heute in Düsseldorf gegen Schweden 2:1. Michael Stich war gegen Stefan Edberg erfolgreich. Karl-Uwe Steeb schlug Magnus Larsson. Der Endspielgegner wird morgen in der Begegnung Spanien gegen USA ermittelt. Im Finale um den World Team Cup trifft Deutschland morgen in Düsseldorf auf die USA. Die Amerikaner gewannen heute gegen Spanien 2:1. Die deutsche Tennisauswahl hat das Finale um den World Team Cup in Düsseldorf mit 0:3 gegen die USA verloren. Michael Stich unterlag im Einzel gegen Pete Sampras, ebenso wie Karl-Uwe Steeb gegen Michael Chang in 2 Sätzen. Auch das Doppel ging in 2 Sätzen verloren.